Hier, diese Edelschokolade besteht aus nur 2 Zutaten und kostet stolze 5,90 Euro. Diese Schokolade dagegen hat viel mehr Zutaten, 10, kostet aber nur 99 Cent. Woher kommen die großen Unterschiede bei Schokolade und lohnt es sich hier tiefer in die Tasche zu greifen? Ist die teure Schokolade auch immer die bessere? Hier kommen die Antworten. Man kann 3 Millionen Tafeln Schokolade pro Tag herstellen für 99 Cent das Stück. Oder man kann Schokolade in Handarbeit machen für knapp 6 Euro die Tafel. Was macht die Industrie anders bei der Schokoladenherstellung als eine kleine Manufaktur? Wir sind in Luckau im Land Brandenburg, zu Gast bei Familie Michel. Die 4 produzieren heute ihre eigene Schokolade wie vor 100 Jahren in ihrer eigenen Manufaktur. Warum das? Thomas Michel und seine Frau wollten gerne mal Schokolade ohne Zusatzstoffe genießen, nur aus Kakaobohnen. Das Problem, so eine Schokolade gab es gar nicht. Ja, wir hatten uns erkundigt und einige Bekannte aus der Industrie hatten eben gesagt, ja, du brauchst Emulgatoren, du brauchst Lecithin und ohne das geht's nicht, ohne das kann man keine Schokolade machen. Also experimentierten sie mit Kakaobohnen zu Hause in ihrer Küche mit Rezepten aus dem Jahr 1910. Damals gab es noch so reine Schokolade. Und es funktionierte. Thomas Michel besorgte sich alte Baupläne und begann, alte Schokoladenmaschinen nachzubauen. Jetzt verkauft die Familie ihre eigene Schokolade und beschäftigt Mitarbeiter. Und was ist das Geheimnis ihrer Schokolade? Um das herauszufinden, fahren wir erstmal nach Bexbach bei Saarbrücken. Ein unscheinbarer, aber wichtiger Ort für die Schokoladenindustrie, obwohl hier gar keine Schokolade gemacht wird. Diese Fabrik liefert das wichtigste Ausgangsprodukt für die meisten deutschen Schokoladenproduzenten. Die Kakaomasse. Die machen die Markenhersteller nicht selbst. Mehrmals täglich kommt so ein LKW mit 27 Tonnen Kakaobohnen an. Diese hier kommen direkt vom Hafen in Antwerpen. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Ein Mitarbeiter aus der Qualitätssicherung nimmt eine Probe. Denn bevor die Bohnen verarbeitet werden, muss man sie kontrollieren. Schließlich lagen sie zum sogenannten Fermentieren tagelang unter afrikanischer Sonne auf dem Boden. Der Mitarbeiter sucht nach Kakaobohnen, die nicht richtig fermentiert sind oder Schimmelspuren aufweisen, wie diese. Bis zu 5% der Kakaobohnen dürfen Mängel haben. Ist es mehr, geht der gesamte LKW zurück. Diese hier sind in Ordnung. Der Fahrer darf abladen. Und was passiert jetzt mit den Kakaobohnen? Produktionsleiter Hans-Werner Lutt nimmt uns mit in den Keller. In jedem Silo ist ein Fassungsvermögen von 30 Tonnen. Bedeutet, wir können am Tag 90 Tonnen pro Kakaobohnen einlagern. In 3 unterirdischen Silos. Lange Zeit verbringen die Bohnen hier aber nicht. Bevor der Kakao in der Fabrik verarbeitet wird, muss er hier durch. Alles, was schwerer ist wie die Kakaobohnen, wird hier quasi über ein Rüttelsieb herausgeworfen. Das Rüttelsieb holt hauptsächlich Steine aus dem Kakao, aber auch Nägel, Glasmurmeln und andere Gegenstände. Das Ungewöhnlichste, was wir mal gefunden haben, war ein Handy, war aber ausgeschaltet. Wir nehmen an, es war aus Afrika, wie die Kakaobohnen abgepackt werden. Es ist dem Mitarbeiter aus der Tasche gefallen und ist mit dem Container nach Deutschland gekommen. Roh sind die Kakaobohnen noch zu bitter. Was aussieht wie ein riesiger Tresor, ist ein computergesteuerter Röster. Bei 140 Grad Celsius verschwinden Bitterstoffe und es entsteht ein besonderes Kakaoaroma. Und wie macht das Schokoladenfamilie Michel? Auch hier geht es im Keller los, aber kleiner. 400 Kilo Kakaobohnen verbraucht die Manufaktur. Im ganzen Monat. Aufgrund der geringen Menge bezahlen die Michels für ihren Kakao einen höheren Preis pro Kilo als die Industrie. Jetzt kommt Thomas Michels selbstgebaute Reinigungsmaschine zum Einsatz. Sieht aus wie ein Murmellabyrinth. Auch sie rüttelt die Kakaobohnen durch und lässt Verunreinigungen am Rand herausfallen. Die gesäuberten Bohnen bringt der Michel ein paar Meter weiter zur nächsten Maschine.
der Brecher, ebenfalls eine Eigenentwicklung. Die Maschine haben wir in Zusammenarbeit mit einer Lebensmittelmaschinenfirma aus Berlin entwickelt und aber auch mit entworfen, mit ausgedacht, wie man es machen kann. Aufgabe des Brechers, klar, die Kakaobohnen zerkleinern. So ähnlich wie bei einer Kaffeemühle. Unten heraus fallen grobe Kakaobohnenstücke, die sogenannten Kakaonips. Auch Familie Michel röstet ihren Kakao. Aber nicht computergesteuert, sondern in einer kleinen Rösttrommel. Nur bewaffnet mit einem Thermometer. Also eher nach Gefühl? Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Das ist eine reine Gefühlssache. Auch das Ergebnis ist ein ganz persönliches Produkt. Boah, und das duftet jetzt richtig toll nach Kakao, nach geröstetem Kakao. Also ist richtig toll. Daraus macht die Familie gleich ihre eigene Schokolade. Auch die Industrie muss alle Kakaobohnen zerkleinern, bevor sie weiterverarbeitet werden. Und zwar hier. In der Maschine schleudert Druckluft die Kakaobohnen mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Metallplatte. Der Kakao zerbricht in kleine Teile, die Kakaonips. Eine Rüttelanlage befreit die Nips von der dünnen Kakaoschale. Denn die ist für die Schokoladenproduktion unbrauchbar. Übrig bleiben saubere Kakaobohnenstückchen. Und denen geht es jetzt an den Kragen. Diese Wackelbewegungen verursacht ein 330 PS Elektromotor, der den Kakao zerkleinert. Ähnlich wie in einem Küchenmixer, nur schneller und größer. Durch die starke Vibration entsteht auch diese Wackelbewegung, die wir hier haben. Also die Anlage ist nicht kaputt. Der Turbomixer erhitzt den Kakao auf 80 Grad Celsius. Kakao besteht wie Nüsse zur Hälfte aus Fett, der Kakaobutter. Sie verflüssigt. Das hier ist die pure Kakaobohne, zerkleinert, gerührt und geschüttelt. Diese sogenannte Kakaomasse ist das Endprodukt der Kakaofabrik in Süddeutschland. Sie verkauft die Masse als Rohstoff weiter und macht aufgrund der riesigen Mengen Millionen Umsätze. 8 Tanklaster verlassen das Werk jeden Tag mit 23.000 Litern Kakaomasse an Bord. Dies ist quasi der Rohstoff für viele Markenhersteller, die daraus erst im nächsten Schritt ihre eigene Schokolade machen. Welcher Schokoladenhersteller diese Kakaomasse bekommt, werden wir gleich erfahren. Wie macht die Manufaktur ihre Schokolade? Unser Geheimnis liegt in der Einfachheit. Eigentlich vermischen wir die Nips, den Kakao nur noch mit Zucker. Und fertig. Nun ja, so einfach ist es nicht. Denn um aus dem Kakao Schokolade zu machen, braucht es schwere Gerätschaften. 500 Kilogramm wiegen diese Granitwalzen, die alles zermalmen, was unter sie kommt. Familie Michel hat die Maschine anfertigen lassen. Ein sogenannter Mélangeur, wie vor 100 Jahren. Er funktioniert wie eine Mühle und Walze zugleich. Der Kakao verflüssigt sich, weil die Kakaobutter herausgepresst wird. Zucker und andere Zutaten, wie zum Beispiel Chili, wirft Frau Michel einfach mit hinein. Sehen wird man davon am Ende nichts mehr. Nur der Geschmack bleibt in der Schokolade. Nebenan steht ein zweiter Mélangeur. Er mischt Schokolade aus nur zwei Zutaten, Kakaobohnen und Zucker. Die brandenburgische Familie ist die einzige in Europa, die so Schokolade herstellt. Und so sieht Kakao aus, der 2 Tage vermischt und gemahlen wurde. Die Masse ist über 40 Grad warm. Eigentlich muss sie nur noch abkühlen. Aber da kommt noch was. Erst noch zurück zur Schokoladenindustrie. Wir sind in Waldenbuch bei Stuttgart. Beim zweitgrößten Schokoladenhersteller Deutschlands. Wie viel Schokolade produziert so eine Fabrik am Tag? 3 Millionen Tafeln geben wir uns jeden Tag aus. Das ist aber ganz schön viel. Ist jede Menge, ist ja schön. Hier kommt ein Tanklaster mit der Kakaomasse, die 200 Kilometer entfernt hergestellt wurde. Die Fabrik will bei jedem LKW wissen, was genau sie bekommt. Deshalb wird jede Kakaomasse erst getestet und verkostet, bevor sie verarbeitet werden darf. Die Masse ist in Ordnung. Die Fabrik erstreckt sich über 4 Stockwerke. Im obersten stehen computergesteuerte Mischer. Sie arbeiten wie überdimensionale Küchenmaschinen. Über Rohrleitungen kommen die Zutaten,
Kakaomasse, Zucker und Milchpulver. Ein Stockwerk darunter walzt und presst eine Maschine die Mischung zu einer trockenen Masse. Diese Masse ist jetzt bereits süß und würde schmecken. Doch die Zunge würde immer noch Körner von Zucker und Kakaobohnen spüren. Deswegen stehen in diesem Saal insgesamt 8 Mahlwerke. Wie viel Schokoladenmasse hier produziert wird? 12 Tonnen pro Stunde. Die Walzen schleifen und mahlen die Schokoladenbestandteile zu einem feinen, im Mund löslichen Schokoladenpulver. Ab ins Erdgeschoss, in den sogenannten Korschensaal. 22 Korschen mit je 3 Tonnen Fassungsvermögen rühren das Pulver stundenlang. Damit die Schokolade cremiger wird, kommt hier Kakaobutter hinzu. Sie wird in einer anderen Fabrik aus der Kakaobohne gewonnen und ist ein teurer Rohstoff. Um Kakaobutter zu sparen, fügt man Lecithin hinzu. Der Zusatzstoff verbindet das Kakaofett besser mit den anderen Zutaten und erhöht die Cremigkeit. Außerdem verringert man damit die Rührzeit für die Schokolade. Zurück in die Manufaktur. Nach 50 Stunden Mischen lässt eine Mitarbeiterin die 40 Grad warme Schokoladenmasse ab. Dieser Temperierer kühlt und erhitzt die Masse noch einmal. Das sorgt für einen besseren Biss, den Knack der Schokolade. Hier in der Manufaktur geschieht auch die Eintafelung in Handarbeit. Für ein schöneres Aussehen streut die Mitarbeiterin Kakaobohnenstückchen auf die Schokoladentafeln, die jetzt in einem kühlen Raum langsam erstarren dürfen. In der Industrie sind keine Hände im Spiel. Aus einem Rohr kommt die flüssige Schokolade, aus einem anderen weitere Zutaten, zum Beispiel Haselnüsse. Übrigens die am meisten verkaufte Schokoladenvariante dieser Fabrik. Die Eintafelanlage erinnert an einen Science-Fiction-Film. Sie sehen gerade, wie 16 Tafeln Nussschokolade entstehen. Pro Sekunde. 3 Millionen jeden Tag. Leichtes Rütteln hilft der Schokolade in ihre Form. Jetzt müssen auch diese Tafeln abkühlen. Aber nicht in einem kleinen Raum. Produktionsleiter Leuker zeigt uns den Kühlschrank. In ihm herrschen konstant 13 Grad. Rund 20 Minuten verbringen die Schokoladentafeln hier, damit sie langsam abkühlen können. Hier trennt sich die Schokolade von ihrer Form und wandert in Richtung Verpackungsanlage. Alles vollautomatisch. Handarbeit ist hier fast nie notwendig. Nur wenn eine neue Papierrolle eingelegt werden muss oder die Maschine streikt. Die Schokoladenfabrik produziert für den weltweiten Markt. Diese Tafeln gehen in die USA. In der Manufaktur geht alles etwas langsamer. Damit man die Schokolade später gut sehen kann, werden Zellophanhüllen als Verpackung benutzt. 5,90 Euro kostet eine Tafel. Ja, weil wir den handwerklichen Teil eben haben, sehr viel Handarbeit, sehr viele Arbeitskräfte, viele Arbeitsschritte. Also alleine der Melangeur, der 50 Stunden läuft, der kostet Zeit, kostet Energie und dadurch wird die Schokolade teurer. Könnte auch die Industrie Schokolade für 99 Cent in Handarbeit herstellen? Vergessen Sie es, das funktioniert nicht. Für das brauchen wir wirklich Maschinen, Walzwerke, Konschen, damit wir so Schokolade herstellen können. Wer günstig produzieren will, braucht Masse und muss Rohstoffe sparen, zum Beispiel Kakaobohnen in großen Mengen kaufen, um sie pro Kilo billiger zu bekommen. Oder einen kleinen Kakaobutteranteil mit Emulgator ausgleichen. Die vielen Maschinen sparen zudem Personalkosten. Die Manufakturschokolade ohne Zusätze ist ein echtes Original, aber schmeckt deshalb auch anders. Wer knapp 6 Euro pro Tafel ausgibt, muss also schon ein Fan sein, von denen es aber immer mehr gibt. Ein US-Start-up verspricht, dass man sein Smartphone mit wenigen Handgriffen in eine Sofortbildkamera verwandeln kann. Klickt hier rein.